ganz wichtige Info für euch, damit ihr auch sagt, okay, den will ich unbedingt haben. Der Kalender, kann ich euch soweit schon mal spoilern, verspricht einen Gegenwert von 639,75 Euro. Also roundabout 640 Euro. Ja, er ist doch hübsch gestaltet, oder? Ich finde schon. Ich finde, ja. Er ist auch schwer, 200 Milliliter. So, und ich erkläre euch gleich direkt, warum ich jetzt so sage, ich verstehe es nicht. Hallo, schön, dass du dabei bist für diesen für mich wirklich unglaublich schönen Moment, dass ich euch den Goodie Box Adventskalender zeigen darf. Also da geht mir wirklich das Herz auf. Vorneweg muss ich mich entschuldigen, meine Stimme ist immer noch sehr rauchig, belegen. Ihr hört es ja einfach heiser, kratzig. Das dauert jetzt einfach eine Weile hier mit den Stimmbändern. Aber das hat ja nichts mit den tollen Produkten und meiner Freude darüber zu tun. Also ich zeige ihn euch, falls du es noch nicht im Thumbnail gesehen hast. Es glitzert mit einer wunderschönen Weihnachtskugel mit der Schleife da dran. Ja, dieser tolle Adventskalender. Also einige Überraschungen für euch parat. Er heißt übrigens Me-Sember Moments. Ja, ganz niedlich gemacht. Ja, also er kostet regulär 159,95 Euro. Jetzt kommt's aber. Ich weiß, viele meiner Kolleginnen bieten es an. Ich biete es auch an und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Link benutzt. Ja, ihr zahlt nämlich 40 Euro weniger, wenn ihr meinen Link benutzt. 40! Ich finde das den Knaller. Vielen, vielen Dank dafür an Goodiebox. Ich finde das mega, ne? Also ihr zahlt dementsprechend 119,95. Ja, es ist immer noch viel Geld. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber es ist ja auch ein besonderes Highlight, ne? Man weiß ja das ganze Jahr, es kommt der Goodiebox Adventskalender. So, wir holen ihn jetzt mal raus. Also wie gesagt, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass die Anfrage an mich kommen könnte. Und umso größer war halt die Freude, als es dann passiert ist. Und selbstverständlich habe ich sofort Ja gesagt. Ja, und von daher legen wir jetzt da mal gemeinsam los. Ich habe ein Heft, was ich erstmal direkt schon durch die Gegend pfeffere. Ich muss selber noch mal reinschauen, weil logischerweise habe ich noch nie reingeguckt. Ne? Also, es wird mir die Produkte verraten. Wir gucken mal. Dänisch, Gornisch nicht. Ich brauche Deutsch. Norwegisch kann ich auch nicht. Finnisch auch nicht. Polnisch nicht. Niederländisch könnte ich. Französisch ist lange her. Wo haben wir denn Deutsch? Oh, okay. Den gibt es scheinbar nicht auf Deutsch. Im Ernst? Okay, das ist dann die Überraschung des Tages erstmal. Aber es gibt eine deutsche Goodiebox-Seite. Bin ich jetzt zu blöd? Norwegisch? Schwedisch? DACH? Weiß ich nicht, was das ist. Finnisch? Niederländisch? Gut, zur Not. Obwohl, es sind eh nur die Informationen, sehe ich gerade, was an Wirkstoffen drin ist, wo die Firma herkommt. Von da, das werden wir dann schon hinkriegen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf Deutsch. Den Rest bekomme ich schon hin. Also, Kalender. So schaut der. Ein schöner Beige-Ton. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich muss sagen, das finde ich sehr edel und sehr schick. Den könnt ihr doch nur wirklich prima das ganze Jahr über benutzen, dass ihr halt nachher die Schubfächer habt. Und die sind dann auch hier unterschiedlich. Finde ich toll. Auch mal eine Idee. Man ist immer so ein Weihnachtsrot gewöhnt oder vielleicht so ein Royalblau. Finde ich schon mal eine tolle Idee. So, jetzt muss ich mal hier bei mir auf mein schlaues Zettelchen gucken. Ich hoffe, es hilft mir weiter. Entschuldigt, wenn ich da jetzt zwischendurch reingucke. Ich weiß, dass die meisten von euch es gerne nach der Reihenfolge haben möchten. Deswegen bin ich jetzt halt hier mal etwas länger dann hin und her am Ziehen, damit ich immer jeweils an die richtigen Zahlen komme. Also, die Nummer 1. Ah, okay. Eine sehr uns bekannte Marke. Und zwar haben wir von Avant das Intensive Restoring and Detoxifying Centella Zika Moisturizer. Also ihr habt intensive Revitalisierung und Entgiftung mit diesen 50 Milliliter. Kosten auch 94 Euro. Ah, da fällt mir gerade was ein. Vielleicht noch eine ganz wichtige Info für euch, damit ihr auch sagt, okay, den will ich unbedingt haben. Der Kalender, kann ich euch soweit schon mal spoilern, verspricht einen Gegenwert von 639,75 Euro. Also roundabout 640 Euro. Also ich glaube, da lohnt sich dann auch mit meinem Rabatt 120.
Also im Grunde habt ihr es mit der Creme schon drin, ja? Aber ich weiß, dass viele von euch nicht so begeistert sind, was die Avant-Creme angeht. Nicht als Produkt, aber von den Preisen her. Aber die werden sich nun mal gefragt. So, Nummer 2 ist ein sehr schöner, bärriger Nagellack von L'Occitane. Wunderschöne Berry-Farbe. Also da passt wirklich der Begriff Nail Berry. Seht ihr ja, so, passt jetzt hier bei mir. Kostet 21 Euro. Oh, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Ich gucke mal, ob ich mir das jetzt mal eben näher nach hier hole. Irgendwie bin ich Blindfisch dann immer leicht überfordert, das lesen zu können, so auf die Entfernung. Alt werde ich, blind werde ich. Ach, Himmel, Leute, älter werden macht nicht immer Spaß, sage ich euch. So, ja, so müsste es gehen, ne? Ach so, ich habe das so unscharf abfotografiert. Denn, ja, meine Schuld, ne, wenn ich so unscharf abfotografiere. Da denkt ihr euch auch, Irene, mach jetzt weiter. Wir wollen den Kalender wissen. Ja, ich kämpfe hier gerade für euch. Okay, Nummer 3. Nummer 3. Ich spoilere mal erst den Wert von. Das soll richtig sein. 2,75 Euro? 2,75 Euro? Okay, Evoluderm, das Micellenwasser mit Orange. Das nenne ich jetzt mal aber einen Sportpreis, ne? Hab jetzt erst gedacht, ob da irgendwie eine 1 vorfehlt oder so. Das finde ich immer super. Warum nicht, ne? Muss nicht immer ein teures Avant sein. So, dann die Nummer 4. Ich mache das jetzt so hier mit euch. Den tun wir mal eben so beiseite, dann geht das für mich besser. Die Nummer 4. Das fühlt sich leicht an. Also, Pinsel. Gucken mal. Ach nein. Facial Rounds, also 7 Abschminktücher. Ich verstehe das immer nie mit so ungeraden Zahlen. Wir haben doch 2 Augen. Also, was steht denn dabei von Last Objects sind die? Last Round, die kosten 8 Euro. Wir gucken mal rein. Nicht, dass ich jetzt hier gerade Blödsinn erzähle mit Abschminktüchern. Nee, ist richtig. Guckt mal, ihr habt dann hier so die Abschminkpads drin. Und wie immer hier auch etwas die grobere Seite. Da habt ihr wie dieses Waffelmuster. Und auf der anderen Seite habt ihr dann eher so diese Streifen, die feinere Seite. So, und es steht da jetzt bei, dass jedes. Steht das? Was habe ich hier gerade gelesen? Every time you use one round, you save 10 liter of waters. Aha, okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also 10 Liter Wasser kann man jeweils sparen. So, ich finde es aber eine schöne Idee für einen Beauty-Kalender. Augenpads gehören da doch auf jeden Fall immer rein. So, die Nummer 5 haben wir wieder im. Im dritten Fach. Manchmal kommen die so schwer raus, ne? Oh, da raschelt was. Es raschelt was. Das heißt, das könnte irgendwas sein, was geschützt eingepackt wurde. Moment. Oh, er hängt. Er hängt. So, was haben wir von The Cleopatra Palette von Sophia Mabel? Die kostet übrigens 16,30 Euro. So, ich nehme mir jetzt übrigens Zeit für das Video, ne? Ich husche da jetzt nicht so durch. Also, wenn ihr es schneller haben wollt, müsst ihr einfach vorspulen immer. So, also ich meine aber, die kennen wir, die Palette. Aber es sind wunderschöne Farben mit dem Glitterton in diesem Gold gehalten. Dann habt ihr hier so mehr in diesem Kupferbronze. Dann habt ihr schön einen in Leichtgold. Und hier oben habt ihr noch Mattbraun. Also wunderschöne Kombinationsmöglichkeiten. Passt sehr schön. Jetzt so für die Weihnachtszeit praktisch in der Handtasche. Wenn ihr euch dann irgendwo zwischendurch verkleistert, könnt ihr nochmal schnell nachziehen damit. So, jetzt ist es schon soweit. Wir haben Nikolaus. Feiern die eigentlich auch Nikolaus? Ist das jetzt dann auch was Besonderes? Wir werden es gleich sehen. Es ist was Langes. Lang deutet immer auf Pinsel, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke gerade schon mal. Ich habe es jetzt gerade schon gesehen. Also, und zwar von dem Brush Studio ein Eyeshadow Brush. Schaut also so aus.
Machen wir das Etikett. Da, bitteschön. So, oben, wie gesagt, viele machen es immer falsch. Zieht es bitte wirklich von oben drüber und von unten wieder rein. So schaut er aus. Kostet auch 20 Euro. Also was ich jetzt nicht ganz so schön finde, der steht hier jetzt ziemlich ab. Ihr seht das ja, ne? Ihr müsst dann einfach hingehen, den nochmal ein bisschen anfeuchten und dann wieder in Form ziehen. Dann kommt das automatisch. Das kann schon mal beim Transportweg auch passieren. Wenn dann halt hier dieser kleine Puffel so ein bisschen sich verschiebt, dann kann das schon mal durchaus passieren. Also einfach nochmal wieder in Form bringen und dann passt das. Oder manchmal, eventuell muss man nochmal etwas mit abschneiden. Das kann auch schon mal passieren. So. Die 7. Machen wir wieder was Klamperndes, Klimperndes. Oh! Ist immer so niedlich, wenn du so eine riesen Verpackung hast. Also da denke ich immer so, das hätte auch gut in die 2 gepasst. Ne? Aber die werden sich schon was dabei denken. Was habe ich denn hier von Flannery? Midnight Rain Vitamin C, die Brightening Augencreme. Die kostet 54 Euro. Ich sag doch, manchmal gilt je kleiner, je teurer, ne? Kann man aber Augencreme immer. Das ist so wichtig, gerade jetzt auch in den Wintermonaten, aber auch in den Sommermonaten, weil dann muss man hier so ein bisschen rumtupfen, ne? Ja, weil die Haut dann auch gerne austrocknet. So, die Nummer 8. Da. Dreck hier in demselben Karton und ich finde es jetzt nicht. Das ist, glaube ich, was Schwereres, ja? Also die Nummer 8. Routinelli. Ich denke Routinelli. The Balm Cleanser. Das ist ja super. For a soothing deep clean. Ah, das ist gut. Ein Cleansing Balm. Kostet 22 Euro. Ja. Ich versuche gerade irgendwie. Für sensible Haut übrigens, allergenfrei, 100% recycelt, Plastik, sehr schön. Gleichzeitig als Massage fürs Gesicht mit anzuwenden, also tiefe Reinigung, Massage für eine Minute und entfernen mit einem feuchten Tuch. Und dann halt natürlich Creme mit Lichtschutzfaktor. Kann man aber Tag und Nacht benutzen, steht da extra bei. Die Nummer 9 ist schön hier so in der Mitte drin von dem. Ich finde das so schön gemacht. Habe ich euch die eigentlich so gezeigt, so die einzelnen Schubladen? Hübsch, ne? So, die Nummer 9 kenne ich wieder nicht. Das sind alles so spannende Sachen. Ich kenne die alle nicht. Was haben wir denn? Wristbands. Okay, und zwar von Posy nennt sich die Marke. Da haben wir sie. Na, also die Nummer 9, das immer so hinzuhalten, ist also ein Stirnband, nehme ich an. Ein schönen Fliederton, kostet übrigens 8 Euro. Ach nein, nicht ein einziges. Ah, da habe ich sie jetzt auch. Ich habe mich da immer so lustig drüber gemacht, warum man das brauchen müsste, wenn man sich die Hände, also das Gesicht reinigt. Und viele haben das Problem, dass das hier immer runterläuft. Warum auch immer habe ich dieses Problem nicht. Ich habe da immer mit Ginny oft drüber gesprochen, weil sie die auch hat. Und ich hatte die Probleme nie, ne? Aber ich meine, ich finde die ganz praktisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich die zweckentfremde, wenn ich im Winter im Klassenraum sitze und mir wird da wieder so kalt, dann habe ich so ein paar Wärmer direkt dabei. Aber hübsch, ne? Von der Farbe. Auch das! Leute, ich bin perfekt für diesen Kalender diesmal angezogen. Aber sowas von perfekt. Völlig unabsichtlich. Ich habe auch diesmal keine Weihnachtsmütze aufgezogen, wie ich sonst die Jahre gemacht habe. Ich zeige euch den jetzt einfach so. Mit ganz viel Liebe. Die Nummer 10. Den kenne ich endlich mal. Peter Thomas Roth. Oder Peter Thomas Roth. Rose Turn Cell Anti-Aging Gel Maske. 11,95 Euro. Ja, das sieht man, dass das eine Gelmaske ist. Ne? Könnt ihr gut erkennen. Ne? Könnt ihr, glaube ich, so glatt besser erkennen. Guck mal da. Na? Also da möchte ich aber gerne mal wissen, wie der vom Duft her ist. Ich bin vorsichtig, immer so Sachen aufzudrehen, weil man hier, oh, ist eh ein Verschluss drauf. Kann ich euch eh nicht sagen. So. Aber endlich mal einen, den ich kenne. Juhu, juhu. So, die Nummer 11. Von
verbirgt sich hier in dem dritten? Tadam! Bei den anderen habe ich das vergessen, ne? Die ersten Türchen euch das immer so zu zeigen. Also die Nummer 11 ist ein Eyelash-Serum von Puka Pure und Care. Super! Das ist mega. Das wird bestimmt auch teuer sein, ne? Was haben wir? Puka and Care Eyelash Serum. Soll das richtig sein? Eyelash Serum. 8 Euro nur? Okay, da hätte ich jetzt was ganz anderes erwartet. Wie viel ist denn da drin? 5 Milliliter. Ah, ist noch zu, lasse ich auch zu. Da in der Tür kann ich es aufmachen. Ist mir so lustig. Oben ist extra zugeklebt und unten kommt er dran. Also so schaut's aus. Das sind hier so 8 Euro nur. Ja. Kann jetzt noch dreimal nachgehen. Die Reihe geht nach da. Ja, 5 Milliliter, 8 Euro. Ihr seht mich gerade so ein bisschen sprachlos. Aber das ist wieder so, ich bin diese wirkliche... Was soll ich sagen? Nicht Laie, sondern Beauty-Begeisterte, die aber halt einfach nicht wirklich so die Ahnung von Marken und Preisen hat. Hat bei wenigen Sachen schon, aber halt nicht so wie viele meiner anderen Kolleginnen. Die sind ja richtig, richtig pfiffig. So, die Nummer 12. Und mir geht gerade mein Ding hier aus. Weil, wieso gehst du denn? So, Nummer 12. Ja, das kenne ich jetzt aber wieder. Juhu, ich kenne mal etwas. Und zwar von Higgins, die Nummer 12. Super Nature Purifying Face Potion. Ich zeige es euch gleich. Sind 15 Milliliter und kostet 26,90 Euro. Bin ja mal gespannt, ob ihr den Kalender jetzt schon ganz viel bei meinen anderen Kolleginnen gesehen habt. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben. Das ist aber eine schöne. Doch, das könnte Glas sein, ne? Bin mir nicht so ganz sicher, aber es schaut sehr hübsch aus. Mit dieser Pipette, total praktisch. Hübsch. Hübsch und praktisch. Sowas gefällt einem doch. Also ich muss sagen, ich finde den bisher gut. Definitiv. So, ich habe ja sonst die ganzen Jahre immer nur so ein anderes Unternehmen gehabt, wo ich dann so Beauty-Adventskalender hatte. Und ich finde es total spannend, dieses Jahr mal was anderes zu haben. So, juhu, Gosh kenne ich auch. Gosh, und zwar der Lipstain, die Nummer 02. Wird gleich kosten. Da haben wir die Nummer 13. Wenn ich es finde, wo es aufgeht. Kostet 17. Oh, 17 Euro. Das ist ja mal eine Farbe. Also das ist, scheint ein Lipgloss zu sein. Guck mal. Das ist schon ein doller Rotton, ne? Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob der auch auf die Lippen geht, ob der das verfärbt. Wenn ich dazu etwas rausfinde, blende ich es jetzt hier ein, wenn ich dran denke, dass ich es einblende. Mir passiert das schon mal, dass ich mir extra die Mühe mache, Sachen raussuche und vergesse es einzublenden. Denke ich auch immer, super Nummer, Irene. So, die 14. Wenn es da nicht drin war, muss es doch hier irgendwo sein. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich das hier so liegen habe, die Nummern zu erkennen. Man ist dann doch ziemlich reflektiert. Die Nummer 14. Okay. Es wird jetzt ein Produkt geben. Ja. Bei mir keine Chance. Aber es ist ein Boob Shape. Also sprich, um die Brüste hochzuheben. Könnt ihr auch da erkennen. Das sind 3 Meter. Kostet 10 Euro. Also ich weiß halt erfahrungsgemäß, Leute, bei meiner Körbchengröße, da kann ich mir drum wickeln, was ich will. Das hält nicht. Aber vielleicht für viele andere, die es kennen, ihr tapet euch die da wirklich halt mit hoch. Und wie das hier auf dem Foto abgebildet ist, ist halt perfekt geeignet oder sollte perfekt geeignet sein für trägerlose Kleider, Abendkleider, für diese Sachen halt, ne? Wo man halt das nicht so sehen sollte, dass man BH trägt und dafür wie so ein unsichtbarer BH. Keine schlechte Idee dahinter, aber wie gesagt, keine Chance. So, bei der Nummer 15, da kommen wir zu einem Produkt, das kann ich schon mal verraten, 39,95 Euro und eine uns bekannte Marke, und zwar Skön. Wir haben das Face Oil with Botanical Retinol.
Denkt bitte dran, Retinol unbedingt Lichtschutzfaktor am nächsten Tag. Aber Retinol ist schon eine feine kleine Geschichte, ne? Ist schon ein Stoff, wo sich unsere Haut drüber freut. Und das könnte auch falsch rüberkommen, ein Stoff. Also auf jeden Fall ein gutes Produkt. Die 16 ist übrigens direkt daneben. Auch ein bekanntes Produkt von Terre de Mar. Kostet 25 Euro. Das wäre das hier. Und drin ist das hier. Und zwar habt ihr die, was ist das? Das Face and Body, ne? Moment, ich schaue gerade. Das Coffee Scrub. Face Scrub, genau. Jetzt bin ich wohl am Überlegen. Es ist wie so ein Coffee Scrub. Doch das im Gesicht? Body and Face Scrub. Also ich bin da diejenige, ihr könnt gerne mal schreiben. Also so Coffee Scrub im Gesicht bin ich nicht so der, also da bin ich zu empfindlich für geworden. Ne? Mal sehen, so wie das bei euch ist. Man kann es ja gut für den, entschuldigt, gut für den Körper nehmen. Ne? So ist es ja nicht. So, die 17. Ah, da unten. Also 15, 16, 17 habt ihr jetzt direkt alle drei nebeneinander. Ne? Da, dim, dim, dim. Komm raus. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier blöd fotografiert. Ich krieg's nicht raus. Also, die Nummer 17 schaut so aus. Ist von Bella Pierre der Mineral Blush Desert Rose. Den kennen wir ja. 27 Euro. Du warst offen. Ist gut gegangen. Ja, ist einsehen gut gegangen. Nämlich ist leicht geöffnet hier der Deckel. Das kennen wir ja, das Blush davon, von Bella Pierre, die Mineral Blush. So, jetzt muss ich gerade mal eben was machen, weil ich sehe gerade, ich habe echt falsch abfotografiert. Moment, weiter geht's, ich musste nur runterscrollen. Die 18 haben wir hier unten und zwar, oh, Mikura kenne ich auch. 12 Euro und zwar haben wir da die Handcreme drin. Ja, die kennen wir so in der Art. Na, vom Duft her, Aloe Vera und Wasserlilie. Also eine Handcreme, finde ich, gehört immer in so eine Beauty-Adventskalender. Also ohne geht's gar nicht. So, die 19 haben wir direkt da drüber. Das ist was Gutes, was Feines. Oh ja, da habe ich diesmal recht gelegen, wenn ich sage, was Gutes, was Feines. Das ist was richtig Gutes, was richtig Feines. Ich würde fast behaupten, das teuerste Produkt, was wir drin haben. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, verstehe ich es gerade nicht, warum das dann jetzt nicht die 24 ist. Ihr werdet es nachher sehen. Vielleicht ist es dann bei denen nicht so, dass das so gestaffelt ist, dass die 6 und die 24 ein besonderes Highlight sein müssen. Also wir haben von Able Skin Care Hyaluronic und Retinol Radical Youth Activator Serum. Das kleine Teilchen hier, 107 Euro. Das ist Wahnsinn, aber Able Skincare, die hatten übrigens jetzt von Goodie Box, ich weiß nicht, ob es noch erhältlich ist, die hatten eine Sonderbox, nur mit Able Skincare Sachen gehabt. Nur so als kleiner Tipp jetzt von mir. Also wie gesagt, die 19 ist so das Highlight-Produkt. Ne? Aber ich sag gleich was dazu. Ich bin wirklich gerade etwas irritiert, ob das so ist, wie ich es hier gerade sehe. Also die Nummer 20... hat einen Wert von 12 Euro. Oh, kommt da ein Duft. Oh, mega. Und zwar Orange Deodorant von Gaia Mask Me Up. Don't worry, be natural. Also ihr habt ein festes Deo. Das Problem ist, wir sind nicht so für die festen Deos zu haben. Aber der Duft ist wirklich großartig. Also definitiv, das wird auch wieder weiter wandern. Weil da brauche ich auch meinen Mann nicht fragen. Der meinte mal zu mir, nee, Irene, das reicht, wenn ich dann schwitze, ich möchte nicht nach Orange dann riechen. Ich wiederum finde es gar nicht schlecht, wenn der dann danach duftet. Aber na ja, gut. So, die eine... Oh! Nein! Wie cool! Das hatten wir jetzt erst in einer Beautybox. Wie cool! Ich habe es doppelt, das heißt, ich kann es benutzen. Ihr wisst es gleich sofort, wenn ihr es seht, warum ich mich jetzt so freue. Ich mache so für meine Follower, die wissen, was das heißt. Achtung! Dies! Ihr dürft wieder hören. Könnt ihr euch erinnern,
Die Drama Mascara, die hatte ich jetzt erst in der Box. Die Ultra Volume kostet 27 Euro. Bei dem anderen waren sie mit 24 angegeben. Und ich habe schon gesagt, ich kann die nicht benutzen. Die wandert in meine Sammlung. Das heißt, ich darf die jetzt benutzen. Also, egal was ich mit diesem Kalender nachher machen werde, dieses Produkt bleibt bei mir, damit ich es benutzen kann. Weil bei Tees liebe ich das. Ihr seht hier jetzt schon diese Verpackung, ne? Die Frau, die so Mona Lisa ähnlich ist. Und das findet ihr dann tatsächlich hier auch dann wieder. Seht ihr? Und das finde ich wieder so schön gemacht. Tees hat das lange Zeit nicht mehr gehabt, dass die das, was auf der Verpackung war, auch ins Design des Produkts gebracht haben. Hier haben sie es jetzt nochmal gemacht. Es ist ein Bürstchen, also ihr habt so eine Tannenbaumform da drin, ne? Von dem Bürstchen her. Mag nicht jeder, ich komme damit zurecht. So, dann sind wir schon bei der 22. Ist fast schon durch. Das ist schwer. Was haben wir denn da drin? Ja, das ist gut. Das muss unbedingt auch drin sein. 37 Euro. Und zwar haben wir ein Parfum drin. Warte, die Lasche will nicht so. Ne? Also die 22 und herauskommt. Ein Parfum, sag ich doch. Und zwar von Sentir Nur Riviera. Sentir Fragrance, sagt mir jetzt gar nichts. Kommen wohl aus England, wenn ich es richtig sehe, aber made in Italy. So, muss geschnuppert werden. Oh ja, kann man auch schon ohne, dass ich sprühe. Wunderschöner Duft. Ich bin so unheimlich schlecht in Düfte erklären. Es ist ein angenehm weiblicher Duft. Ja, männlich wäre ja auch doof. Aber schön, dass ihr den nicht nur im Sommer tragen könnt oder nur im Winter. Das ist wirklich so ein Ganzjahresduft, würde ich sagen. Sehr schön. Also da weiß ich schon wieder einige, die jetzt jubeln. Juhu, Parfum, Parfum. Weil ich finde immer, das gehört mit da rein. Ich überlege gerade, was müsste noch unbedingt mit da drin sein, was mir noch fehlt. Also, wir haben jetzt hier die Nummer 23. Die ist hier unten. Comme d'Eau, das sagt mir etwas. Kostet 18 Euro. Das ist ein Berry Lip Sync. Der schaut also so aus. Recht schlicht gemacht, aber edel. Und auch da wieder, Leute. Ihr müsst es doch zugeben, oder? Ich wusste vorher nicht, was drin ist. Es ist perfekt. Es ist wirklich perfekt diesmal. Sehr schön. So, wir kommen tatsächlich schon zum letzten Produkt. Und wo ich dann sage, ich verstehe es nicht. Aber ich zeige es euch erstmal. Es kostet 14,90 Euro. Ja, ist auch schwer, 200 Milliliter. So, und ich erkläre euch gleich direkt, warum ich jetzt so sage, ich verstehe es nicht. So, und zwar habt ihr von Respire das Après-Shampoo, also sprich ein Conditioner. Warum ist nicht auch ein Shampoo dann mit drin? Also ich bin inzwischen so wie eine liebe Arbeitskollegin, eine YouTube-Kollegin von mir. Ich habe gerne Shampoo und Spülung zusammen. Wenn ich das so noch in der Box nicht habe, aber in einem Kalender, würde ich doch gerne bitte ein Set haben wollen und nicht dann nur hinterher ein Conditioner. Und das vor allen Dingen in der 24 finde ich jetzt nicht so glücklich gewählt. Also wenn man sagt, man möchte ein Highlight haben vom Preis her, hätten die da jetzt dann definitiv das für 107 Euro von Able Skincare reinpacken sollen. Oder was finde ich immer noch eine schöne Idee ist, ist ein Parfum in der 24. Also das ist das Einzige, wo ich sage, das finde ich jetzt ein bisschen unglücklich gewählt. Ja, ansonsten finde ich es einen mega schönen Kalender. Sehr abwechslungsreich. Ihr habt wirklich Produkte, die sowohl Anfänger als auch schon erprobte Beautys benutzen können und dadurch ganz, ganz viel kennenlernen können. Ihr habt eine tolle abgewogene, finde ich zumindest, abgewogene Auswahl an Pflege und an, also dekorativ und Pflege. Ich finde, das ist okay. Einzig, mir fehlt so ein bisschen was am Dekorativen, aber auf der anderen Seite, Goodiebox steht auch mehr für hochwertige Pflege. Das ist halt einfach so, ne? Aber, wie gesagt, er ist doch hübsch gestaltet, oder? Ich finde schon. Ich finde, ja, mir gefällt der. So, bin gespannt, was ihr jetzt schreibt. Denkt, wie gesagt, wirklich bitte
an meinen Link. Der ist in der Infobox. 40 Euro sparte ich. Kannst du nochmal sagen? Ja? Ein Kalender, der einen Gegenwert von 640 Euro hat. Selbst wenn ihr jetzt diese beiden Highlight-Produkte abzieht, wo man vielleicht sagt, boah, das ist eh ein überteuerter Preis, dann liegt ihr immer noch bei 440 Euro für die anderen Produkte, ja? Und ihr zahlt 119. Ich finde, das ist ein Kalender, der sich dieses Jahr mit sehen lassen kann, vom Inhalt her. Bin echt gespannt, was ihr sagt. So, ihr Lieben, das war es jetzt wahrscheinlich für mich und Goodiebox. Bin ein bisschen traurig, ja, aber ich habe ein wunderschönes Abschiedsgeschenk bekommen, wenn es so sein sollte, dass ich tatsächlich jetzt nicht weiter mit bei den Welcome SoMe Boxen dabei bin. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Zeit, die ich Goodiebox euch zeigen durfte. Und wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann selber auf die Idee und hole mir die als Monatsabo, weil es waren schon immer tolle Sachen dabei. Muss man ja fairerweise sagen. Ne? So, ihr Lieben, ich finde, dieses Jahr hat Goodiebox sich wieder richtig gemacht. Ich weiß, sie haben zwischendurch ein bisschen geschwächelt, es gab einigen Unmut, aber ich finde, das haben sie dieses Jahr 2024 Bombe hingekriegt. Ich wünsche denen viel, viel Erfolg für 2025 und dass sie so weitermachen, wie sie es jetzt gemacht haben. So, und von mir, ihr Lieben, Küsschen und tschüss.